Ohios wüstes Land, durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy, arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Worm Gulch war fest in der Hand des berüchtigten Ted Pierce, eines skrupellosen Viehzüchters, der es mit Hilfe des Verräters Slim, eines korrupten Polizisten, geschafft hatte, sich sämtliche Ländereien der Region unter den Nagel zu reißen. Eines Tages ritt ein Unbekannter in die Stadt. Er war groß, dunkelhaarig und sah sehr gut aus. Aber das Beste an ihm war, er hatte mehr Schneid als alle anderen zusammen. Es war Billy the Kid. Wenn der etwas nicht ausstehen konnte, dann waren es Ungerechtigkeit und Tyrannei. Und deshalb nahm er sich der gerechten Sache der geschundenen Bürger der Stadt. Er überfiel die Bank, in deren Tresor der Schweinehund Ted Pierce die ergaunerten Eigentumsurkunden deponiert hatte und gab sie ihren rechtmäßigen Besitzern zurück. Und das ist die wahre Geschichte von Billy the Kid, dem jüngsten, mutigsten und hübschesten Banditen, der je den wilden Westen durchstreifte. Was für ein cooler Typ. Puh. Du, der fürchtet sich nicht vorm schwarzen Mann. Billy fürchtet sich vor gar nichts. Yippie! Ich bin jetzt Billy the Kid. Warte, warte. Ich auch. Ich bin auch Billy the Kid. Rücken Sie sofort zwei von den rosa Muscheln raus. Aber klar doch, ich schreib's mit auf die Rechnung vom Parker. Bürgermeister, zwei rosa Muscheln für die Bengels. Billy the Kid! Billy the Kid ist in der Stadt! Billy the Kid in Groundhog City! Hast du das gehört, Gibson? Wenn wir ihn fragen, ob er uns ein Autogramm gibt, Rick? Groundhog City, Stadt der kaltblütigsten Pistoleros. Die sind ja so kaltblütig, dass ich mich anscheinend erkältet habe. Wenn das bloß nicht wieder in die Nebenhöhlen kriecht. Nein, 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 niemand zu Hause. Reiten Sie weiter in die nächste Stadt. Ich bin sowas wie ein echter Albtraum, stimmt's, Cowboy? Alle laufen sie um ihr Leben, wenn sie Billy the Kid sehen. Hey, sie sind nie im Leben Billy the Kid. Genau, sie sind viel zu klein und hässlich. Der war nämlich ein Schlaganfall, hier drin steht's. Darf ich mal sehen? Die wahre Geschichte von Billy the Kid von Fenimore Smith. So berühmt bist du? Zeigen Sie mal her. Ach, wie langweilig, da sind nicht mal Bilder drin. Verwegen und unerschrocken, so stand sein Name bald für Kühnheit und Tapferkeit. Der Schreiber hatte eine blühende Fantasie. Da hast du es wieder. Dann mal los. Das Gefängnis ist wegen Inventur geschlossen. Versuchen Sie es in der nächsten Stadt. Da war ich schon. Hey, ihr! Was steht denn sonst noch in dem Buch über mich? Sie wollen ihn mir dalassen? Sie sind bloß eifersüchtig, Cowboy, weil über Sie noch nie jemand ein Buch geschrieben hat. Jawohl. Jetzt, wo ich den Dreikäsehoch sicher hinter Gittern weiß, hätte ich große Lust, noch ein bisschen in Ihrer Stadt zu bleiben. Ich habe seit 3 Tagen kein Auge zugemacht. Ich werde auswandern. Mit ihm allein hier drin bleibe ich nicht. Solange Sie gut auf Ihre Schlüssel aufpassen, kann ja nicht viel passieren. Bis morgen. Mr.
sicher, ist das der echte Billy, den Sie eingesperrt haben? Wir glauben es ihm nämlich nicht so ganz. Doch, er ist es und nehmt euch vor ihm in Acht. Wo er auftaucht, gibt's immer Scherereien. Betet zum lieben Gott, dass ihr mal nicht so verkommen und blöde werdet. Rick, Gibson, ihr macht sofort, dass ihr heimkommt. Eure Mutter schreit sich schon die Lunge aus dem Hals nach euch. Ist gut, Vater. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt und in unser Gefängnis kommen nur ehrliche Leute. Was fällt Ihnen ein, Ganoven wie Billy the Kid darin einzusperren? Ja, schon gut. So läuft das hier nicht. Sie sollen wissen, dass ich über sehr gute Beziehungen verfüge. Leute, die mir gern einen Gefallen erweisen. Sie werden es erleben, mein Freund. Au! Na, Jungs? Was steht denn noch in dem Buch über mich? Du willst Billy the Kid sein? Der Billy the Kid? Warum sollte ich euch belügen? Du siehst ihm aber gar nicht ähnlich. Kantiges Gesicht und stahlblaue Augen. Breite Schultern und markantes Kinn. Doch der Bursche machte was her. Mit einem Wort, er war das Beste, was der Wilde Westen zu bieten hatte. Na also, da steht's doch. Hey, Kids! Würdet ihr nicht gern Mitglieder von Billy the Kids Bande sein? Was muss man tun, um mitmachen zu dürfen? Mir einen Gefallen tun und mir eine Waffe besorgen. Hier, bitteschön, Billy. Hallo, Sheriff. Was kann ich für Sie tun, Mr. Billy? Schießprügel weg! Fenimore Smith, berühmter Autor so wahrer Geschichten wie Calamity Jane, Peeker's Bill und Jesse James, beehrt anlässlich der Vorlesereise für sein neuestes Buch über Billy the Kid auch den Wilden Westen. Ich finde ja, dieser Clown aus Boston, der noch nie im Wilden Westen gewesen ist, sollte erst mal recherchieren, bevor er so einen Müll... Es geht um Billy! Er ist geflohen! Der Kerl war plötzlich bewaffnet! Er muss Hilfe von draußen gehabt haben! Wie ist er an die Waffe gekommen? Das weiß ich genauso wenig wie Sie! Sheriff! Sheriff! Meine beiden Jungs sind verschwunden! Ha, Rasselbande! Die werden da mitgemischt haben! Die beiden haben Billy the Kid zur Flucht verholfen! Und zwar mit ihrer Waffe! Eine Zwille? Eine verdammt gefährliche Waffe, Sheriff. Ich bitte Sie, die ist nicht so harmlos, wie sie aussieht. Wie ich in der Bibel gelesen habe, wurde damit Goliath von David besiegt. Ich beschwöre Sie, bringen Sie sie mir lebend zurück. Die sind wohl von diesem dusseligen Buch total verwirrt worden. Meine liebste, arme Josephine. Das ist Ihre Frau, ja? Unsinn, das ist die Stute, mit der Sie abgehauen sind. Ich sage Ihnen, das Pferd ist einen Haufen Geld wert. Sobald wir das verkommene Subjekt hinter Gitter gebracht haben, lässt du dich gründlich durchchecken. Sie werden es ganz bestimmt nicht bereuen, dass Sie uns mitgenommen haben, Mr. Billy. Wir sind tolle Banditen, müssen Sie wissen. Glauben Sie es uns? Auf jeden Fall kommen Sie mir als Geiseln sehr gelegen, falls Lucky Luke mich aufspüren sollte. Wozu zieht ihr eigentlich den Ast hinter euch her? In dem Buch steht, dass Sie das immer so machen. Ja, und damit die Spuren verwischen. Was sagt man dazu? Lesen zu lernen würde sich auf Dauer vielleicht doch lohnen. Hier werden wir unser Lager für die Nacht aufschlagen. Der Geier da oben wird unser Abendessen. Passt auf, Jungs, ich kann zaubern. Na, schon eine Spur, Jolly? Ich rieche leider gar nichts. Arschgeruch! Dich hat's ja wirklich erwischt. Kein Geruchssinn mehr. Nase total verstopft. Lass gut sein, morgen haben wir mehr Glück. Machen Sie sich keinen Fleck ins Hemd. Jeder kann schon mal daneben schießen. Sogar Gibson passiert das, wo er der beste Schütze weit und breit ist, nicht wahr, Gibson? Sag schon ja. Doch, das passiert schon. Aber diesmal nicht. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Haben Sie Angst vorm schwarzen Mann? Billy the Kid hat vor niemand und nichts Angst. Da hörst du es, Gibson. Was habe ich dir gesagt? Was ist der schwarze Mann für einer? Einer, der nachts sein Unwesen treibt. Er ist rundrum behaart, hat spitze Zähne und überall Eiterbeulen. Er kriecht unter deine Decke und frisst dich heimlich auf, wenn du schläfst. Ha, 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 ha,
Ist jemand hier? Hallo. Haben Sie einen Telegrafen? Kann ich bei Ihnen telegrafieren? Norman, du tust, was ich dir sage. Er scheint aber ein netter Kerl zu sein, Mutter. Lucky Luke an alle Sheriffs in der Region. Stopp. Ausrotten muss man sie. Hat es heute irgendwelche Überfälle auf Züge, Banken oder Süßwarenläden gegeben? Stopp. Diese furchtbaren Kakerlaken, sie machen mich doch wahnsinnig. Darf ich Ihnen was bringen? Limonade. Doch trainieren. Wenn wir mal groß sind, wollen wir nämlich auch solche Billy the Kids sein. Das ist die Postkutsche, die aus Boston kommt. Jetzt könnt ihr Billy the Kid in Aktion sehen, jungen Banditen. Guckt zu und lernt. Nein! Au! Habt ihr Regenwürmer im Blumentopf? Um ein Haar hätte ich euch überfahren. Sag mal, wie redest du denn mit mir? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Jedenfalls schon zu alt für so alberne Spielchen. Ich lass nicht so mit mir reden. Ich bin Billy the Kid. Hast du gehört? Billy the Kid, Billy the Kid. Moment, ich habe zufällig das Buch über ihn gelesen. Billy ist groß, dunkelhaarig und sieht prima aus. Sie haben es auch gelesen? Ja, wer denn nicht? In Boston ist das Buch total ausverkauft. Und, hat's Ihnen gefallen? Ich hab's verschlungen. Besonders das Kapitel, wo er auf einem Zyklon reitet und eine Herde wilder Büffel umleitet, umwerfen. Ich fand am tollsten, wo er 10 Grizzlies tötet und mit bloßen Händen. So, Schluss der Plauderstunde, wir sind schon spät dran. Ja. Komm, steig ab. Billy the Kid, wer's glaubt, wird selig. Wie ist der mit mir umgegangen, der alte Sack? Mit mir, Billy the Kid! Sie sind doch nicht der Echte, geben Sie es zu! Genau, der Echte würde nie heulen! Ich bin doch Billy the Kid und ich werde es euch beweisen! Billy hat Süßwarenladen in Handful Gulch überfallen. Stopp, kommt gerade auf mein Büro zu. Stopp, kommen Sie sofort her. Oh nein, er ist schon da. Helfen Sie mir. Stopp. Unterschrift Sheriff. Oh Norman, du bist genau wie dein Vater. Nochmal, wer bin ich? Na, wer schon? Billy the Kid, Mr. Billy. Oh, Sie erinnern sich an mich. Wie könnte ich Sie jemals vergessen? Mussten wir doch die ganze Stadt wieder neu aufbauen nach Ihrem letzten Besuch hier. So war es. Na, was habe ich euch gesagt? Und jetzt kommt mit, wir überfallen die Bank. Cool. Und zwei Jungs waren ganz bestimmt nicht bei ihm, nein? Zwei Jungs sagen Sie? Natürlich nicht. Das waren alles erwachsene Männer, stimmt, Sheriff? Und was für Banditen. Bis an die Zähne bewaffnet. Mit Schleudern, nehme ich mal an. Wie konnten Sie das wissen? Schon gut, alter Knabe. Nehmen wir Sie fest, bevor Sie uns noch den ganzen wilden Westen in Brand setzen. Vielleicht hast du eine Allergie. Ein Pferd mit Heuschnupfen. Na, wunderbar. Dann haben wir das Türmchen hier. Plus noch ein Türmchen. Plus noch eins. Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Hier, das ist euer Anteil.
Na klasse, danke, Billy. Was haben Sie jetzt mit dem vielen Geld vor, das Mr. Billy? Spenden Sie für wohltätige Zwecke, was? Na kaum. Damit habe ich wenig am Hut, weißt du? Hier steht aber, dass Das ist mir wurscht, was da steht. Hast du verstanden? Denn ich bin Billy the Kid, der einzig wahre. Und der gibt nichts für wohltätige Zwecke. Verstanden, meine Süßen? Ich bin dann im Off. Okay, Mr. Billy. Nein! Kommt mir nicht nach. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin's leid, den Babysitter zu spielen. Tja. Wer hat da eben genießt? Die Ferien sind vorbei. Ab in die Schule, alle Mann. Und ihr Schwerverbrecher, liefert eure Schleudern ab. Sieh mal, hier wird behauptet, Billy wäre der schnellste Schütze im ganzen Wilden Westen. Ich mach den Kerl fertig, der diesen Quatsch geschrieben hat. Aber zuerst bist du dran, Lucky Luke. Hast du verstanden? Lucky Luke? Sind Sie der Lucky Luke? Ganz bestimmt, ja. Yep. Ist das zu fassen, Gibson? Er ist Lucky Luke. Ja, Lucky Luke. Und weiter? Rick, Gibson, was habt ihr eurer Mutter nur angetan? Sie ist ja total am Boden und verzweifelt. Dafür gibt es eine Woche kein Pflaumenkompott. Von mir aus, ich mag die Pampe sowieso nicht. Mussten Sie ihn unbedingt hierher zurückbringen? Ist doch nur für eine Nacht. Morgen überstelle ich ihn ins Staatsgefängnis. Weiter geht's. Schluss mit lustig. Auch wenn's nicht viel hilft, inhalieren schadet nie. Einem Pferd Dampf machen. Hoffentlich geht das gut. Und was wollt ihr? Ach, wir wollten Ihnen nur sagen, wir wollen doch nicht wie Billy the Kid werden, wenn wir groß sind. Ihr seid wieder zu Verstand gekommen? Ja, wir sind lieber Lucky Luke. Wir wollen die schnellsten Schützen im Wilden Westen werden, schneller als unser Schatten. Tja, das verlangt aber hartes Training. Aber das machen wir doch. Trainieren. Wir werden niemals so gut sein wie Luke. Und wenn wir nun einen Gangster verhaften, ne? Ja, eine tolle Idee. Und wo finden wir einen? Schade, dass Billy schon im Knast sitzt, sonst könnten wir den verhaften. Gibson, Bruderherz, du bist wirklich ein Genie. Man merkt eben doch, dass du mein Bruder bist. Was ist, wer ist da? Was wollen Sie? Kein Mensch da. Psst. Hände hoch, aber schnell! Ich freue mich, dass meine Jungs sich Sie als Vorbild gewählt haben. Ach ja? Jetzt ist doch die Welt wieder im Lot. Herr Bürgermeister! Ihre Jungs haben Billy schon wieder befreit. Oh nein, was fällt diesen Missgeburten nur ein? Sie waren maskiert, aber ich habe sie sofort identifiziert. Moment, das ist hundertprozentig nicht möglich, wenn einer maskiert ist. Ich wusste gleich, dass Sie sich geirrt haben. Oh nein, ich habe das gestickte Monogramm Ihrer Frau auf den Servietten erkannt. Lucky Luke, sind Sie das? Ich bin es, Billy. Ja und? Wenn Sie die beiden Schwachköpfe hier lebend wiederhaben wollen, kommen Sie in die Scheune zum Duell. Von Mann zu Mann. Mann zu Mann, ja? Wie soll das gehen? Sie sind bald Vergangenheit, Luke. Sie und Ihr Schatten. Du bist ein furchtbarer Angeber. Ruhe, ihr blöden Männer. Also, was ist, Cowboy? Keine Ausflüchte. Sie haben Schiss, hä? Ab sofort wird man Sie nur noch Pechvogel Luke nennen. Wo ist er? Was macht er? Ich tappe ja völlig im Dunkeln. Der schwarze Mann! Der schwarze Toro, wo ist er?
nein! Lucky Luke! Du bist ziemlich nervös, Kit. Zu viele Süßigkeiten, was? Das ist nicht fair! Nehmen Sie es den Bengels bitte nicht zu sehr übel, Mr. Luke. Und knöpfen Sie sich bei Gelegenheit diesen Schreiberling vor mit seinen Lügengeschichten und Hirngespinsten. Und du lass dich bloß nicht wieder hier blicken, halb ausgewachsene Klapperschlange, sonst raucht's über Ägypten. Na, fühlst du dich ein bisschen besser, alter Junge? Nein. Aber ich glaube, ich weiß, was los ist. Ich bin allergisch gegen Billy, das Spatzenhirn. Extra Blatt! Letzte Möglichkeit heute Abend im Saloon von Groundhog City. Fenimore Smith signiert da sein Buch. Hey, Cowboy! Könnten Sie mir einen Gefallen tun, hm? Ich bitte Sie sehr drum. Was für einen Gefallen? Ich hab's meinem Verleger gleich gesagt. Eine Tour durch den Wilden Westen bringt nichts. Die können ja alle nicht lesen. Sind Sie der Mann, der Billy the Kid geschrieben hat? Ja, junger Mann, in der Tat. Sehr schön. Ich habe jemanden bei mir, der mit Ihnen gern über die Detailgenauigkeit einiger Kapitel reden würde. Aha, von mir aus gern. Und Ihr Name, mein Freund? $5, wenn das nicht Billy the Kid war. Ich nehm dich beim Wort, Tony. So, alles klar. Das war's. Ende der Fahnenstange. Nun ja, ein paar winzige Korrekturen ließen sich wohl hier und da anbringen. Wir wollen Federn und Teeren nicht dabei vergessen. Nun kenne ich ihn schon viele Jahre, aber ich habe ihn noch nie grinsend durch dieses Tor kommen sehen. I'm a bold, lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im Wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Hinter dem Hügel da liegt Angel Gulch, ein ruhiges kleines Städtchen. Dort werden wir Rantanplan helfen, seine Flöhe loszuwerden. Wir sollten vielleicht den Flöhen helfen, Rantanplan loszuwerden. Oh, diese furchtbaren Spechte, sie picken, picken und jucken. Das juckt, das juckt, das juckt. Hasta el presidente! Hasta el presidente!
Zum Präsidenten wiedergewählt wird, dann werden wir alle Dreck fressen müssen. Wenn Custer gewählt wird, wird's nicht mal mehr genug Dreck zum Fressen geben. Wirklich eine äußerst friedliche kleine Stadt. Ich hab die Baseballregeln nie verstanden. Haben Sie ein Zimmer mit Bad für mich? So, Sie wollen ein Zimmer. Sie müssen übergeschnappt sein. Ich hab nicht mal mehr einen leeren Schrank, den ich vermieten könnte. General Custer ist hier in Angel Gulch. Er hält eine Wahlrede. Ich habe sogar das Regal unter Badresen vermietet. Na, kommen Sie aufstehen, junger Freund. Ich muss an die Weinflaschen ran. Ja! Aber, Sie sind doch Lucky Luke, lebende Legende des Wilden Westens. Der Lucky Luke? Warum um Himmels Willen haben Sie das nicht sofort gesagt? Sie können mein Zimmer haben. Ich schlafe gerne in der Scheune. Es wird mir eine große Ehre sein. Vielen Dank. Geben Sie mir die Scheune. Lucky Luke? Interessant. General, Lucky Luke ist in Angel Gulch. Lucky Luke? Lucky Luke? Ich vergesse niemals einen Namen. Wo habe ich den bloß schon mal gehört? Besonders komfortabel ist es hier ja nicht. Aber immer noch besser als im Bett des Barmanns. Ich habe nichts auszusetzen, Cowboy. Oh, wie das juckt. Auf der anderen Seite auch schon wieder. Komm mit, armer Hund. Wir wollen sehen, was wir für dich tun können. Ist gut, dann bleibe ich hier und passe auf dein Pferd auf. Hä? Hallo, mein Freund. Ich... Männern wie Lucky Book haben wir es zu verdanken, dass der Wilde Westen überhaupt entdeckt worden ist. Und wenn Sie Custer wählen, wie es sich gehört, dann verspricht er hoch und heilig, alles in seiner Macht Liegende zu tun, dass der Wilde Westen auch im Westen bleibt. Ein Hoch auf General Custer! Das hätten Sie überhaupt nicht besser machen können. Lucky Luke ist bei den Leuten sehr beliebt. Das Foto treibt 3% mehr an die Urne. Oh, ich hab die Flöhe vergessen. Rantanplan, komm her! Entschuldigung, Sie dürfen aufstehen, General. Es war falscher Alarm. Die Leute hier wissen, wie man sich amüsiert. Nein, bloß nicht der Hund! Nehmt ihn weg! Ich weiß es genau, dieser Hund wird mir Unglück bringen. Oh nein, bitte nicht, bei allen Heiligen! Ah, der General ist allergisch gegen Hundehaare, weiter nichts. Ihr beide kommt mit alles klar. Haltet den Köter von ihm fern. Das war ja mein alter Kumpel von der Armee. General, ein solches Getue auf offener Straße kann Sie 5% an der Urne kosten. Wie kann ein Held wie Sie sich vor einem kleinen, harmlosen Hund so fürchten? Es gibt keine Nacht, wo ich nicht von diesem Hund träume. Immer wieder ist es derselbe Traum. Er sitzt vor mir und starrt mich an. Ich bin dann wie gelähmt. Ja, und dann geschieht mir etwas ganz Grauenhaftes. Nur keine Beunruhigung, General. Wir regeln das mit dem Hund. Bad Cat! Das! Runter von mir! Er ist doch gar nicht in Gefahr! Ich habe nur einen Auftrag für euch! Warum will er, dass wir den Hund erschießen? Ich habe noch nie einem Hund was getan. Davon steht auch nichts im Vertrag. Da ist er! Und hör auf den Tierarzt. Du darfst die Antiflohcreme nicht ablecken, sonst waren wir umsonst hier. Wie
ich sehe, ist es der Hund von Lucky Luke. Viel zu riskant. Wir werden ihn ganz diskret entführen und dann... Sieh an, die Freunde von meinem Armeekumpel. Die Freunde meines Freundes sind auch meine Freunde. Wir wollten das hübsche Hündchen doch nur streicheln. So sind wir eben. Immer wenn wir ein Hündchen sehen, überfällt uns die Lust zum Streicheln. Stimmt's nicht, Kirk? Du sagst es, Bert. Katz und Maus Spiel schon zu Ende? Schade, das spiele ich doch so gerne. Unter Custer werden die Reichen die Armen noch ärmer machen. Und unter Grant werden die Armen die Reichen immer noch reicher machen. Geht das schon wieder los? Eine Limonade, bitte. Und noch eine. Ist ja allerhand. Custer wird Präsident! Custer wird Präsident! Custer wird Präsident! Custer, er ist doch von gestern! Herr General, vergessen Sie nicht Regel Nummer 1 in einer Präsidentschaftskampagne. Ach so, ja, ja. Also, Männer, jetzt wird der nette General mal eine Runde für euch schmeißen. Na, Sie müssen doch total zufrieden sein. So brummt doch das Geschäft. Hören Sie bloß auf. Die Kandidaten laden zwar immer alle Welt ein, aber wenn es ums Bezahlen geht, sind sie weg. Hast du auch genug Rattengift reingetan, Bert? Damit kannst du eine ganze Büffelherde töten, Kirk. Leckeres Fresschen. Das wird schmecken. Yummy, yummy. Bert! Kirk! Kommt sofort rauf! Das sind liebe Freunde, die das Fresschen nicht vergessen. Hm? Der Hund! Was ist jetzt mit dem Hund? Der arme Hund. Weit nicht mehr unter uns. Na, fabelhaft fantastisch! Jetzt können wir endlich rausgehen und Hände schütteln. Custer wird Präsident! Custer wird Präsident! Sie haben meine volle Unterstützung. Nur weiter so. Custer wird Präsident! 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 Dass mir einer die Hand schüttelt, passiert auch nur vor Präsidentschaftswahlen. Ja! Custer wird Präsident! Custer wird Präsident! Custer wird Präsident! Custer wird Präsident! Hilfe! Ich werde angegriffen! Ein Flamingo hat meine Pastete gefressen. Jemand soll den Hund erschießen! Wollen Sie die Tierfreunde gegen sich aufbringen? Das wäre gar nicht gut für Ihre Kampagne. Ich möchte, dass der dreckige Köter noch vor der Rede des Generals heute Abend entsorgt wird. Habt ihr verstanden? Vor der Rede! Dieser furchtbare Köter hat den bösen Blick. Aber nein, General, das gibt's doch nicht. Ein Geier. Kenneth, kommen Sie sofort zu mir. Sie wollten mich sprechen, General? Haben Sie schon einen Blick in die heutige Zeitung geworfen? Ein schönes Foto. Der Fotograf wusste, welches Ihre Schokoladenseite ist. Das Bild interessiert mich nicht. Die Schlagzeile. Haben Sie die Schlagzeile gesehen? Lucky Luke in Angel Gulch. General Custer höchstpersönlich heißt den großen Mann willkommen, der die Daltons und Billy the Kid ins Gefängnis gebracht hat. Ja! Custer lässt diesen verblödeten Journalisten standrechtlich erschießen. Wie oft habe ich's Ihnen schon gesagt? Man darf keine Journalisten erschießen, General. Wieso ist dieser Tölpel von Lucky Luke so viel beliebter als General Custer, hä? Nun, weil er die schlimmsten Verbrecher hinter Gitter gebracht hat, General. Dann bringen Sie mir gefälligst einen Kriminellen, den ich verhaften kann. Und bringen Sie auch gleich die Schreiberlinge mit. Morgen in aller Herrgottsfrühe verlassen wir diese Stadt, Jolly. Auf der anderen Seite klebt auch noch eins. Hey, du! Willst du dir $1,000 verdienen? Ja. Gut, folgendes. Ich verhelf dir zur Flucht und du lässt dich von General Custer festnehmen und wieder einsperren. Was nutzen mir dann die $1,000, wenn ich doch wieder hinter Gitter muss? Wenn der General gewählt ist, wird er dich begnadigen, okay? Und vergiss nicht, zur Wahl zu gehen. Das ist das erste Mal, dass ich so ein patriotisches Kribbeln empfinde.
Baby Bo ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Alle Augen warten auf sie. Ja, richtig. Und der Hund? Ist das mit dem Hund okay? Ich denke mal, Bert und Kirk haben alles unter Kontrolle. Wie schön, ich habe Freunde gefunden, mit denen ich Versteck spielen kann. Ich liebe Versteckspielen. Hey, wenn wir wie Katzen miauen, dann kommt er vielleicht raus. Miau. 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 Ah, was sehe ich? Das ist ein Truthahn. Ich höre die Stimme von dem Tier und weiß, was es für eins ist. Miau. Miau. Na, schöner Tag heute, was, alter Freund? Ganz meiner Meinung. Miau. Baby Bo, der wird alles kurz und klein schlagen. Aber mitnichten, Freunde. Custer hilft euch aus der Patsche. Custer sorgt dafür, dass alle guten Amerikaner auch weiter in Sicherheit leben können. Er schickt sämtliche Banditen und kriminellen Elemente nach Idaho, in unseren überflüssigsten Staat. Und was mal in Idaho ist, bleibt in Idaho. Und weil er schon dabei ist, steckt er die Indianer gleich mit da rein. Ihr sagt es. Unter Custer wird sich alles ändern. Custer ist einer, der sein Wort hält. Ja, soll ich hier den Wurzeln schlagen? Will mich denn niemand festnehmen? Ich komm ja schon, ich komm. Lucky Luke? Das ist Lucky Luke, er verhaftet gerade Baby Bo. Er bringt ihn sicher ins Gefängnis. Lucky Luke kloppt eben nicht nur flotte Sprüche, er ist doch ein Mann der Tat. Schade, dass der nicht Präsident werden will, den würde ich sofort wählen. Ich auch. Ich bin auf meinem Zimmer! Das war eine grottenschlechte Idee, Kenneth. Sie wissen, dass es Ihre Idee war, General. Eine total verblödete Idee. Sie dürfen es mir glauben. Wo sind denn die Leute? Wo sind meine Wähler? Erzählen Sie uns, wie Sie ihm die Handschellen angelegt haben und anschließend vermöbelt. Sie haben ihm wirklich den Hintern versohlt? Yep. Habt ihr es gehört? Er hat Billy the Kid die Hosen stramm gezogen. Sagen Sie, und die Daltons, erzählen Sie uns doch, wie Sie die geschnappt haben. Guter Freund, das würde Stunden dauern. Dafür schlagen wir uns gern die Nacht um die Ohren, stimmt's, Leute? Sie haben sich alle im Saloon versammelt. Das ist reine Sabotage. Aber so schnell wie die glauben, wird Custer nicht aufgeben. Wenn keiner kommen und zuhören will, hält er die Rede für sich selber. Der Hund. Habt ihr den Hund nun entsorgt? Das konnten wir nicht, General. Wir haben ihn überall gesucht. Er wird die Stadt verlassen haben, sonst hätten wir ihn finden müssen. Das kann ich nur hoffen. Hier finden Sie mich ganz bestimmt nicht. Beim Versteckspielen gewinne ich immer. Bürger von Angel Gulch, tapfere Pioniere. Auch wenn sich der Himmel gegen Custer verschworen hat, wird Custer seine Rede doch fortsetzen. Bürger von Angel Gulch. Nicht nur, dass sie spurlos verschwinden. Nichts von dem, was sie bestellt hatten, haben sie bezahlt. Dass mir nie wieder einer den Namen von diesem Kaff erwähnt. Aua! Jetzt habe ich mich auch noch geschnitten. Wenn ich nicht genau wüsste, dass schon Meilen zwischen mir und diesem Hund liegen, würde ich schwören, dass er noch immer da ist. Und zwar ganz nah. Hier findet mich keiner. Hier findet mich keiner. Ich habe Rantanplan heute noch gar nicht gesehen. Vielleicht ist er ja ertrunken. Das sähe ihm ähnlich, in der Wüste zu ertrinken. Er ist doch nicht etwa mit dem Zug. Na, gute Reise. Schnell, Jolly, wir müssen Custers Zug einholen. Los sprinten zu müssen nach dem Frühstück ist gar nicht mein Ding. Ah!
Immer verbrühe ich mich an Ihrem heißen Kaffee. Lassen Sie, ich bringe das wieder in Ordnung. Oh. Ah, au, au! Jetzt können Sie mir die Haut in Streifen abziehen. Aua! Au! Warum halten wir? Wir haben eine gebrochene Achse. Dem Lokführer ist sowas noch nicht passiert. Er weiß nicht, wie er es reparieren soll. Er muss im Zug sein. Dieser verwünschte Hund fährt mit. Sucht ihn und kommt erst wieder, wenn ihr ihn gefunden habt. Ein Indianer. Die Rothaut wagt es, General Custer zu verhöhnen. Was machen wir, General? Attacke! Wie oft habe ich ihm schon gesagt, dass er sich mit Indianern nicht anlegen soll? Er hört einfach nicht. Halali, Petri, heil, hallalo! Das nennt der weiße Mann eine Sackgasse. Und das eine riesige Übermacht. Der kommt nicht mehr wieder. Stimmt, Friede seiner Asche. Du, Bert, sieh mal, wer da ist. Wollen wir nicht weiter Versteck spielen? Alles in Ordnung, mein lieber Hund? Oh, jetzt sind wir fünf und könnten Völkerball spielen. Habt ihr Lust? Was ist hier eigentlich los? Der General verfolgte einen Indianer und... Und Sie beide haben einfach zugesehen. In unserem Vertrag steht nichts über die Verfolgung von Indianern. Tut mir furchtbar leid. Telegrafieren Sie um Hilfe. Ich sehe, was ich tun kann. Gut, dass du den tragbaren Telegrafen immer mitnimmst. Darf ich anschließend auf den Baum klettern, ja? Das wird Custer euch Indianern heimzahlen. Er schickt euch dahin zurück, wo ihr herkommt, nach Indien! Kleines Bleichgesicht nervt furchtbar, aber ist tapfer. Dafür hat Häuptling Patromino auch was Besonderes für ihn. Den Flug des fallenden Pfeils. Ja! Hä? Der Flug des fallenden Pfeils? Was ist das? Wenn Häuptling Patromino Pfeil abgeschossen hat, kann Bleichgesicht, wenn es das kann, schnell weglaufen. Erst wenn Pfeil den Boden berührt, werden wilde Krieger mit der Jagd auf kleinen weißen Mann anfangen, um ihn dann in Stücke zu reißen. Ja! 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 Der Flug des fallenden Pfeils? Dazu fällt mir was ein. Custer weigert sich wegzulaufen. Wenn kleines Bleichgesicht nicht laufen will, wird er den roten Ameisen zum Fraß vorgeworfen. Ja! Fünf, vier, drei, zwei. Und was, wenn der Wind nun aus Norden geweht hätte? Nanabozzo, das mächtige Kaninchen, beschützt kleines Bleichgesicht. Patromino will Nanabozzo jetzt nicht erzürnen. Kehren wir zu Tippis zurück. Heute ist kein guter Tag für Jagd auf weißen Mann. Lucky Luke ist immer da, wenn man ihn braucht. Und dank wem? Da ist die neue Lokomotive! Der General hatte an, was er immer anhat. Von wem sprechen Sie jetzt? Vom General? Ach was, natürlich von Lucky Luke. Custer wird sämtliche Indianer aus dem Land vertreiben. Na bitte, wer sagt's denn? Da kommen Sie ja beide. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Nein. Schreiben Sie, dass Custer alle Indianer von hier vertreiben wird. Er schickt sie dorthin zurück, wo sie herkommen. Nach Indien! Hey, Kumpel! Ah! Das war ein aufregender Tag. Ich kann es mir nicht erklären, aber mein Blitz zündet nicht. Und was Hunde betrifft, Custer schwört, dass er sie mit Stumpf und Stiel ausrottet, wenn er gewählt worden ist. Amerika wird wie ein Mann gegen jede Promenadenmischung, jeden Köter und Pudel kämpfen, bis kein Dackel mehr übrig ist. Damit hat er wieder 30% an der Wahlurne verloren. Das darf nicht wahr sein, die Spechte sind wieder da.
General, General! Die Armee kommt mit einer neuen Aufgabe. Mit dem Krieg gegen die Indianer machen sie die 30% wieder wett, die sie verbummfiedelt haben. Die 7. Kavallerie. Wo treffe ich mich mit denen? Am Little Bighorn River. Ah, George Armstrong Custer, das Blatt scheint sich zu deinen Gunsten zu wenden. So einen guten Freund lässt man doch nicht im Stich. I'm a poor lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Von der Dorton Clan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Wir bringen dich zu einem Arzt, du dummer Hund. Obwohl die hier nicht auf den Bäumen wachsen. Kein Wunder, dass er sich erkältet hat. In seinem leeren Kopf wird wohl immer durchzukerschen. Hallo, ehrenwerter Reitersmann. Wie auf den Schwingen eines Brieftäubchens ist Ihr Wunsch zu mir gekommen. Sie brauchen einen Doktor, nicht wahr? Ich bin Leaping Pig, staatlich geprüfter Arzt. Und das ist mein treuer Esel, Yi-Hing-Yi-Hang. Lucky Luke, amerikanischer Cowboy. Und das sind mein kühnes, feuriges Ross Jolly Jumper und Brandtanplan. Ihr Otter braucht dringend Wasser. Das ist ein Hund. Zu welcher Rasse er gehört, habe ich nie erfahren können. Zu den Trotteln. Akupunkturnadeln bringen Ihr Hündchen wieder auf die Beine. Darf ich? Tja, ist das gefährlich? Ich bin Absolvent der Pekinger Akademie. Akupunktur ist ein altes, bewährtes Verfahren. Energie ist wie ein Zug. Falls der entgleisen sollte, gibt's ein Unglück. So, bitteschön. Das hat zum ersten Mal nicht geklappt. Kein Grund zum Jammern, Pig. Brandtanplan ist kein normaler Hund. Und Sie werden es keinem in Digger Point sagen? Wollen Sie dort praktizieren? Ja, dort werde ich meine bescheidenen Talente an den Mann bringen können. Alle in der Stadt sind krank von der Arbeit in der Mine. Die hat's ja alle wunderbar erwischt. Die reinste Goldgrube für einen gewissenhaften Arzt wie mich. Ein bisschen mehr nach rechts. So ist es gut. Und jetzt festnageln. Sie sind anscheinend nicht der Einzige, der eine Goldgrube in dieser Stadt voller kranker Leute sieht. Ich bin Dr. Witty Titfeather. Und wie geht es? Irgendwelche Beschwerden, die Herren? Oh, ein bisschen verschnupft. Sonst fehlt nichts. Das werden wir ja sehen. Zu viel Reiten lässt die Lendenwirbelsäule verkümmern. Wussten Sie das? Glauben Sie mir, ich... Wusste ich's doch. Verbiegung der Wirbelsäule. Und die Leber? In furchtbarem Zustand, vermute ich. Ich fühle mich fabelhaft. Wieso dann die schlechte Haltung? Leaping Pig, es ist mir eine Ehre. Wunderbar. Bei so viel schmutzigen Goldgräbern kommt eine chinesische Wäscherei genau recht. Tut mir leid, dass ich meine ehrenwerte Kollegin enttäuschen muss, aber ich bin kein Wäscher. Ich bin ebenfalls Arzt. Ein chinesischer Quacksalber. Wie viele Kurfuscher braucht man denn in so einem Kaff? Wohin man sieht, Konkurrenz, Leaping Pig. Je mehr Ärzte, desto weniger Kranke in der Stadt, freundlicher Begleiter.
Zur Not können die Ärzte sich ja gegenseitig heilen, wenn keine Kranken mehr da sind. Fühlen Sie sich elend? Haben Sie Koliken, Blähung, Rheumatismus? Dr. Doxys Multivitaminsaft macht Dickerpoint zum gesündesten Ort. Dr. Doxy. Und das für nur einen Dollar, das ist alles doch... Schwindel. Oh, Lucky Luke. Ich hoffe, Sie haben an der Verbesserung der Rezeptur gearbeitet, seit Sie wieder aus dem Knast sind. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. Die neue Rezeptur wird Sie von allem heilen, was Sie quält. Von der Gallenkolik bis zum Veitstanz. Und das Zeug schmeckt köstlich. Und dann nur einen Dollar. Da können Sie doch nicht Nein sagen. Ich probiere es. Ja, ich nehme auch einen. Ich nehme gleich drei. Nein, drei. Du gefällst mir gar nicht. Ich frag mal die Frau Doktor, ob sie vielleicht so freundlich ist, dich zu untersuchen. Er wäre das perfekte Maskottchen für die Stadt. Sieh mal an! Da haben sie einen brandneuen Fußabtreter hingelegt. Old MacDonald hat eine Farm. Tag, Fremde. Sagen Sie bloß, Sie wollen auch Ihr Glück hier in Digger Point machen und krank werden. Das hört sich an, als ob die meisten schon halb tot wären. Das macht die Miene. Seit die Digger eine Goldader gefunden hat, haben sie den Berg schon dreimal umgegraben und sind davon krank. Lohnt es sich wenigstens? Ach, schon seit Monaten haben wir kein Gold mehr gefunden. Und trotzdem graben alle weiter? Ja, klar, so wahr mein Name Big Dick Narrowmind ist. Ich werde graben und graben, bis der Berg sein Gold ausspuckt. Jawohl, darauf werden wir einen trinken, Jungs. Ja! Irgendwann wird er das Gold schon freigeben. Da Gold, ja, da ist auch wieder Gold. Amerikaner! Oh. Oh! Mit meiner ärztlichen Kunst kann ich sie so gut wie neu machen. Seit wann macht ein Wäschereibesitzer den Leute gesund? Li Ping Pick ist nämlich Arzt, müsst ihr wissen. Wer kommt als Erster? Dann mal los, geben Sie uns unsere Medizin. Sollen wir die schlucken? Oh nein, damit piekse ich in Sie rein. Der will uns heilen, der ist doch kränker als wir. Sagen Sie mal, sind Sie nicht mehr bei Trost? Wollen Sie geklärt und gefedert werden? Genau, das ist ja der Gipfel. Er will uns in alle Kisten verwandeln. Jetzt kommt, lass den armen Kerl in Ruhe. Aber der Zwerg will uns aufspießen, das hat er ihm selbst gesagt. So heilt man eben in China. Dann sollte man ihm zeigen, was wir in Amerika machen. Jawohl, gibt's die doch. Ja, genau. Ja. Sagte ich nicht eben, lasst ihn in Ruhe? Ihr müsst euch doch nicht von ihm behandeln lassen. Genau, ignoriert den Scharlatan einfach. Es gibt nur eine Medizin fürs Minenfieber, Dr. Doxys Vitamintropfen. Was sind Sie doch für ein Betrüger? Das stimmt nicht. Sheriff, nehmen Sie ein Schlückchen von der Gratisprobe. Sollte mich wundern, wenn es Ihnen nicht gleich besser ginge. Das macht die Nebenhöhlen frei, du fühlst dich putzmunter. Es geht runter wie Öl und schmeckt auch noch ganz wunderbar. Und das alles für einen Dollar. Los, ja, nur mal nicht drängeln. Solange ihr es noch bezahlen könnt, wird mein Vorrat bestimmt mein reichen. Herr, die Praxis von Dr. Titfeather ist ab heute 14 Uhr für ihre Patienten geöffnet. Ich vertrete die traditionelle Medizin. Mein Examen habe ich in Washington gemacht. Bitte überzeugen Sie sich. Wollt ihr etwa, dass die an euch rumfummelt, hm? Da nichts wie jetzt ausprobieren! Wenn du die Hosen runterlässt, fällt die um! Ihr wollt euch wirklich von einem Weibsbild behandeln lassen? Machos braucht den Multivitaminsaft, gemacht von und für echte Männer! Wenn Sie bitte reinkommen wollen! Abwarten, der kommt halb tot wieder raus. Kommen Sie wieder her! So schlimm ist das doch nicht. Doxys Multivitamintrank kitzelt nur die Geschmacksnerven. Getestet und zugelassen seit 1814 und hat immer nur einen Dollar gekostet. Irgendwie macht das Zeug aber doch munter. Ach was, ich analysiere die Mixtur, dann wissen wir, was drin ist. Oh!
Sie erwarten, dass Ihnen und Ihrem exotischen Müll jemand auf den Leim geht? Li Ping Pick hat nur seine bescheidene Behandlungskabine aufgebaut. Nun ist er bereit, seine Kunst auszuüben. Oh. Wollen Sie mir nicht die Freude machen, meine erste Patientin zu sein? Was erlauben Sie sich, Sie Witzfigur, Sie? Machen Sie sofort Ihre Bude wieder zu. Ich habe genug von dem einen Quacksalber, der mir ins Handwerk pfuscht. Hören Sie, die Straße steht jedem offen, Ma'am. Sie haben kein Recht, Li Ping Pick zu beschimpfen und zu verjagen. Ich fasse es nicht, dass Sie die Partei dieses mystischen Heilers ergreifen. Ein Tässchen Tee für den Kämpfer für die Gleichberechtigung der chinesischen Medizin? Es tut weh, mit Füßen getreten zu werden. Nur hier Dr. Doxys unverfälschter Vitamintrank. Schon ein Gläschen kuriert Ihre Wehwehchen. Kommen Sie, es kostet nur $1. Ehrenwerte kranke Freunde, versucht's doch mal auf Chinesisch. Die erste Behandlung ist natürlich frei. Lasst euch nicht durcheinanderbringen von diesem schlitzäugigen Betrüger. Amerikaner kaufen amerikanischen Multivitamintrank auf dem amerikanischen... Jetzt zieht Ihnen doch nur den letzten Dollar aus der Tasche. Die traditionelle westliche Medizin allein kann Sie wieder ganz gesund machen. Hört nicht auf Sie, Männer, die will euch nur schaden und macht es etwas spaßig. Nadeln in den allerwertesten Jahren zu lassen? 2-3 Schlückchen von meinem Tonikum und ihr seid wieder kerngesund. Es schmeckt sehr gut und wie kann etwas schlecht sein, wenn es so gut schmeckt? Ich finde das mit der Nadelpiekserei auch ziemlich abartig. Flüssigkeit ist immer gut und es tut auch überhaupt nicht weh. Ich meine, wenn sie wohltuend durch den ganzen Körper fließt. Ich habe in dem Gebräu nur Zucker und Spuren von Schwefelsäure finden können. Wem glauben Sie? Einer übergeschnappten Dame, einem Mann im Rock oder einem unbeteiligten Zuschauer, der seinen Mitbürgern nur Mut zusprechen will? Sie Ferkel, Sie! Alberne Person, überlassen Sie die Medizin den Fachleuten, gehen Sie Kartoffeln schälen. Im Salon werden auch noch Tänzerinnen gesucht. Was denn? Nein, guck mal, Sie gehen! Hey, Witty! Ich dachte, Sie wären dazu da, Schmerzen zu lindern. Hört mal, ihr. Ja, also, ich schlage vor, dass Sie uns alle wieder vertragen. Junge Dame, Sie werden... Sie haben gehört, wie ausfallend die Hexe war. Und da, Sie sehen's, versickern die Multivitamine im Sand. Nimm den Scheuerlappen da und wisch's auf. Jetzt reicht's aber, das ist ein Hund. Er hat's weggeschlabbert. Gleich fällt der Tod um. Eine Katze! Der tut dir nicht den Gefallen, der war halb tot, aber jetzt ist er wieder voll da. Dank Doxys Multivitamintrank für nur $1. Ja, ja, ja. Wir brauchen auch so einen Zaubertrank. Ja, dank ihrem Hund hat Doxy die Oberhand gewonnen. Keiner der Männer wird sich jetzt die Spritze geben lassen, die sie gesund machen würde. Das tut mir aufrichtig leid. Er ist eigentlich gar nicht mein Hund, er ist... Wissen Sie, ich mache Ihnen einen Vorschlag, helfen Sie mir. Sie meinen, was müsste ich dafür tun? Sie bekommen eine Spritze, von der Sie gesund werden und die anderen machen es Ihnen nach. Augenblick mal, ich bin kerngesund. Wenn es sein muss, machen wir Sie vorher ein bisschen krank. Das sind Sie mir schuldig, mein Lieber. Nein, ich war noch nie krank und dabei soll es bleiben. Dann spielen Sie es eben nur. Jetzt sagen Sie mir bitte nicht, Sie hätten Angst vor einer Spritze, so ein strammer Junge wie Sie. Unsinn, ich habe keine Angst vor der Spritze, ich mag nur nicht lügen. Sie täten es für eine gute Sache, Cowboy. Sie wollen doch nicht, dass die Jungs Magenkrämpfe bekommen, Leberzirrhose, Schüttelfrost und dass sie von alledem schließlich blind werden und in der Klapsmühle landen. Ist es so schlimm? Noch viel schlimmer. Viel besser geht's mir noch nicht. Ja, glaubst du mir? Vielleicht muss man mehr davon nehmen. Vielleicht schmeckt's auch bloß gut und damit Schluss, was mir persönlich reichen würde. Der ist nicht mal in der Nähe der Mine gewesen und blökt schlimmer als wir alle zusammen. Ich staune, was für ein guter Schauspieler du bist. Du müsstest dich nur dazu durchringen, Komiker zu werden. Hey, wo will er denn hin? Wie es aussieht, will er zu der Frau Doktor. Hey, Luke, Sie sollten die Stadt verlassen. Die Luft hier scheint Ihnen nicht zu bekommen. Trinken Sie, ehrenwerter Freund. Dieses Getränk wird den Vulkan in Ihrer Lunge besänftigen. Nein, vielen Dank, Li Ping Pick. Ich bestehe darauf. Es hilft auch gegen nervöse Zuckungen. Das erinnert mich ein bisschen daran, wie ich damals den Cherokesen in die Hände gefallen bin. Was ist denn hier los? Lucky Luke lässt sich gegen Staub beimpfen. Oh! Oh. Sie haben mal ziemlich viel geraucht, stimmt's? Lassen Sie freundlicherweise die Hose runter. Wie bitte?
Das Halfter können Sie umlassen. Jetzt passt auf. Gleich wird's passieren. Da haben wir es. Die gibt ihm die Spritze. Oh. Hält man's für möglich? Ach, ich fühle mich wie neu geboren. Jawohl. Hoppidi hopp und schubidi-du. Er sieht ja so viel besser aus. Oh. Die Spritze ist vielleicht doch ein Versuch wert. Wankelmütig wie die Schilfrohre im Wind. Die spielen euch doch was vor. Wie findest du das? Ich schlag dich windelweich und bin kein bisschen außer Puste. Ah, mir geht's sowas von gut. Das reinste Energiebündel bin ich. Komm, schlimmer als bei den Cherokesen kann's auch nicht werden. Spricht Leaping Pig zwar das Herz, aber nun weiß er ein für alle Mal, dass er mit den Wundern des Abendlandes nicht konkurrieren kann. Aber er hegt gegen ehrenwerten Freund keinen Groll. Er möchte nur darum bitten, dass ehrenwerter Freund denselben Dienst mir wie dieser Ärztin tut. Und fertig. Oh. Sie fühlen sich wie, ehrenwerter Patient? Oh, eigentlich ganz prima. Danke, Lee. Na, wer hat Lust drauf? Ich würde den Versuch wagen. Hey, nicht drängeln. Warte, bis du dran bist. Hat überhaupt nicht wehgetan. Und du, alter Knabe, wie fühlst du dich? Solange ich nur genug Heu habe, geht's mir immer gut. Au! Hey, hey, was ist denn jetzt los? Au, 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 das stimmt überhaupt nicht, tut nicht weh, kitzelt nur. Oh, da war was, da hat eben was wehgetan. Chinesische Massage. Und nun vielleicht ein wenig Tai Chi, Entspannungstechnik. Oh, die üben für die Weihnachtsfeier. Und jetzt alles nur auf ein Bein. Oh, yeah. Oh. Bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Er macht sich doch über euch lustig. Und dann diese Mixturen und Tees. Wer weiß, was da drin ist? Nur Kräuter. Das kann man so sagen. Können Sie es beweisen? Und was ist das? Da ist Büffelmist drin. Und hier stinkt hier Extrakt. Ist ja widerlich. Nur ein bekannter uralter Trick. Dann wollen wir jetzt auch mal ein paar alte Tricks zeigen. An den nächsten Baum. Jawohl, das doch viel schon nicht tun sollen. Stopp, hier wird niemand gelünscht. Glaubt's mir, das war ein ganz mieser Trick. Ich bin jederzeit bereit, mich für Leaping Pig zu verbürgen. Und ich auch. Ich stimme nicht mit seinen Methoden überein, aber er würde nie etwas Böses tun. Jemand hat meinen Medikamentenschrank aufgebrochen und alle Pillen durcheinander gebracht. Ich hätte unwissentlich einen meiner Patienten umbringen können. Habt ihr das gehört? Ihre Pillen könnten also durchaus jemanden umbringen. Nur ein dümmlicher Ignorant könnte annehmen, dass man sämtliche Krankheiten mit derselben Pille heilen kann. Ja, warum denn nicht? Das wäre auf jeden Fall sehr viel einfacher. Jetzt kommt erstmal alle von eurer Palme runter, ja? Verhaften Sie sie! Dieses Flittchen und das Schlitzauge hier wollten die Bürger vergiften. Und der hier, ihr Komplize, hat's nur aufs Geld abgesehen. Schnell, kommt alle mit! Die Mine ist eingestürzt! Das war Oldtimers Stollen. Seit er geimpft worden war, hat er 24 Stunden rund um die Uhr gebuddelt. Oh, passt auf! Da kriegen wir ihn niemals raus. Das riecht, als wäre da was ganz Leckeres drin. Seht euch das an! Der Hund hat wie scheint einen Tunnel entdeckt. Ich geh rein. Ich komm mit. Er braucht vielleicht ärztliche Hilfe. Leaping Pig kommt natürlich auch mit. Bravo, die zwei sind eine Zierde für ihren Beruf. Na schön, wenn man das hier so sieht, gehe ich eben auch rein. Man kriegt ja kaum Luft. Es riecht, als ob irgendwo Gas ausströmt. Wir sind jedenfalls richtig. Das war Oldtimers Multivitamintrank. Ich denke, da muss sich irgendwo eine Gasblase gebildet haben. Kein Wunder, dass die Goldgräber alle krank geworden sind. Psst. Yeah!
ist aber sehr nett, dass ihr mich besuchen kommt. Das tue ich jetzt im Namen aller hart arbeitenden Betrüger auf der Welt. Ich bin nochmal zurückgekrochen, um Hilfe zu holen. Hinter mir brach der Stollen zusammen. Es ist vorbei und aus. Na, wenn das mal nicht ein erster Anfall von Minenfieber ist, Doc. Ist das was Ernstes? Naja, wir sind robuste Naturen, aber ein Weichei wie Sie ist eben ein Weichei. Sie nehmen am besten einen Schluck von Ihrem Gebräu. Das Minenfieber kann tödlich sein. Oh, wir müssen Sie retten. Ach, na kommen Sie schon. Mund auf. Sie werden es überleben. In 0,0 sind Sie wieder auf den Beinen. Ist alles in Ordnung? Sind alle unverletzt? Sind Sie unverletzt? Es ging mir schon mal besser. Wir sitzen in der Falle. Bevor ich diese Erde verlassen muss, will ich Ihnen noch sagen, dass ich Sie sehr attraktiv finde. Sie sind auch recht niedlich. Mein Instinkt sagt mir was, Leute. Ich habe Hunger. Wen oder was fordern Sie hier eigentlich zutage? Erde. Was anderes habe ich hier nie gefunden. Ich rieche diese Viecher, die man essen kann, wenn man sie erwischt. Folgen wir ihm. Er ist dermaßen dämlich und das Glück ist ja bekanntlich mit den Dummen. Also los, hinterher. Ihnen selbst hat Ihr Vitamintrank ja nicht besonders geholfen. Weil das Zeug völlig wirkungslos ist. Holen Sie mir einen Arzt, bitte beeilen Sie sich! Gespenster! Ja, Sie sind erledigt! Wunderbar! Und alle gesund! Du hast uns gerettet, mein Lieber. Nein, ich habe nur mein Abendessen gejagt, aber es war leider zu schnell. Eine Überdosis. Der Vitamintrank hat ihn umgehauen. Hilfe! Helft mir! Sie wollen mich aufhängen! Hilfe! Was machen Sie da? Was schon? Wir hängen ihn auf. Sie hatten von Anfang an recht. Er ist ein Scharlatan. Er hat's zugegeben. Der Kerl hat uns pures Gift eingeflößt. Nun wird er dafür bezahlt. Das Berufsethos verlangt von uns, dass wir ihn erst gesund machen. Und dann kann er verlangen, dass man ihn dem Sheriff überstellt. Ach was, das dauert alles zu lange. Hängt ihn auf! Ja! Das wird mir langsam zu dumm. Ich bin es leid, euch immer wieder zu sagen, dass man Menschen nicht so einfach aufhängt. Nein, jetzt rechts ein bisschen höher. Ja, gut so. Und jetzt festnageln. Es gibt nichts Besseres als ein Minenunglück, um Menschen zusammenzubringen. Wie? Mein wundervoller Freund hat ja so recht. Das große Grubenunglück hat die fernöstliche und die westliche Medizin miteinander versöhnt. Und mir hat es eine Frau beschert. Sieht aus, als wollten sie uns verlassen. Ja. Ich bringe den Halunken da ins Gefängnis. Am Ende lynchen sie ihn hier sonst doch noch. Viel Glück Ihnen beiden. Sie sind uns jederzeit herzlich willkommen, auch dann, wenn Sie nicht krank sind. Und nicht vergessen, schön gerade halten. I'm a bold, lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im Wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Wovon der Dortenplan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Ho, 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 ho. Ich gehe dann mal zu meinem Termin beim Gouverneur. Und du machst einen guten Eindruck, du bist in einer großen Stadt. Du musst gerade reden, du siehst doch wie der Almözi aus.
wäre jetzt das, Sir? Na, dann rein mit ihm. Bitten Sie ihn rein. Willkommen, Mr. Luke. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen meinen Freund Sam Twistfeller vorstellen? Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Luke. Sie sind ja eine lebende Legende. Ja, mich freut's auch. Sam ist der größte Viehzüchter im Wilden Westen. Aha, und jetzt sucht er wahrscheinlich jemanden, der ihm beim Viehauftrieb hilft. Genau das! Sie haben einen Nagel auf den Kopf getroffen! Kommen wir zur Sache. Ich bin sehr beschäftigt, Luke. Es geht um die Daltons. Die Daltons? Ja, die Banditen sitzen zurzeit eine Gesamtstrafe von 4568 Jahren Zwangsarbeit ab. Und mit jedem Fluchtversuch wird die Strafe länger. Haben Sie eine Vorstellung davon, was uns das kostet? Na, jedenfalls geht das so nicht weiter. Die Kosten laufen uns davon. Nun hat Sam einen guten Vorschlag gemacht, wie wir die Jungs wieder in die Gesellschaft intrigieren können. Was? Ja, so ist es. Wenn die sich 15 Stunden am Tag mit Rindern rumärgern müssen, vergeht denen die Lust, Banken auszurauben. Sie hätten die Oberaufsicht bei dem Unternehmen. Sie behalten die Jungs im Auge, sozusagen. Da Sie darin schon jahrelang Übung haben, dürfte das ein Klacks für Sie sein. Das ist Wahnsinn. Das ist von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Da mache ich nicht mit, Gouverneur. Das ist aber schade. Dann werden wir es ohne Sie machen müssen. Damit Sie mich dann zur Hilfe rufen können, wenn Ihnen die Burschen entwischt sind, stimmt's? Nun ja, so wird es wohl kommen. Okay. Außerdem könnte es ja ganz amüsant werden, die Daltons auf einer Farm zu erleben. Habe ich recht, Sam? Oh! Sie sollen ihren Spaß haben. Ist das nicht toll, Joe? Der Gefängnisdirektor schickt uns zu Gratisferien auf eine Rinderfarm. Avril, halt die Klappe. Hey, riecht ihr das? Meinst du die Kuhfladen? Nein, ich rieche Geld. Da sind Sie ja endlich, Lucky Luke. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Und was euch betrifft, ihr stinkigen Kojoten, bei meinen Männern ist es üblich, dass sie erst schießen und dann die Fragen stellen. Hank, verpasst dem Gesindel die Arbeitsklamotten. Na klar, Boss, mach ich. Kommt hinter mir her. Wie grausam, diese Mustangs hier so einzupferchen, wo sie doch frei über die Prärie galoppieren sollten. Na, los, an die Arbeit. So viel schwerer als im Knast. Steine kloppen ist das nicht. Das hat wehgetan. Das ist Ihr erster Tag, Luke. Wir müssen Sie praktisch noch zureiten. Ein Dalton ist wie ein Mustang, nur sehr viel hässlicher. Kopf hoch, auf der anderen Seite des Zaunes lockt die Freiheit. Jetzt möchte ich Ihnen den Menschen vorstellen, der mir das Liebste auf der Welt ist. Hm? Ja! Ja! Yippie! Das war Ihr Sohn, ja? Nein, meine Tochter, Cynthia. Sind Sie der, der schneller zieht als ein Schatten? Das würde ich gern mal sehen. Ich lasse euch dann besser alleine. Ihr werdet euch schon vertragen. Keine Zeit zum Quatschen. Drei Brandzeichen sind noch fällig. Ja, yippie! Na, wie gefällt's Ihnen, Luke? Na, hören Sie, ich habe einen Ruf als einsamer Cowboy zu verlieren. Ich würde zu gern einen Mann für Sie finden. Sie ist jetzt 34 und wird nicht schöner. Gibt's denn hier keine ledigen Holzfäller? Legen Sie sich aufs Ohr, wir passen schon auf Sie auf. Schön. Wo mag der Kerl sein Geld verstecken? Wir müssen dahinter kommen. Wenn wir das wissen, wird Lucky Luke abserviert und wir machen, dass wir aus dem Saustall hier rauskommen. Niemand wird hier irgendwo hingehen. Nehmt gefälligst den Hut ab, es ist eine Dame im Raum. Die Hai erwartet. Gehen wir schlafen, ja? Guten Abend, Ma'am. Guten Abend, ich bin Cynthia. Freut mich, ich bin Avril. Ich glaube, es war ein harter Tag für Sie. Dann schlafen Sie mal gut. Gute Nacht, Ma'am.
Du, Avril, ich glaube, die findet dich total süß. Ja, und das fand Mami auch. Guten Abend, Miss Cynthia. Komm, setz dich und iss ein bisschen was mit uns, Schatz. Ich hab keinen Hunger. Aufstehen, ihr faulen Säcke, an die Arbeit! Das hier ist kein Sanatorium! Jetzt wird noch der Kaffee von gestern ausgetrunken und dann geht's los. Mit leerem Magen arbeitet sich's besser. Hey, ich hab meinen Kaffee noch nicht ausgetrunken. Morgen, Pa. Du brauchst kein Kaffeezuckerplätzchen. Ist das nicht schön, Sam? Ja, was ist? Ihr Wunsch scheint in Erfüllung zu gehen. Mir scheint, Cynthia hat ein Auge auf Avril geworfen. Aber... Er ist nicht unbedingt der Schwiegersohn, von dem man geträumt hat, aber er ist immerhin der netteste von den vier Komikern. Schmeckt dir dein Frühstück, Avril? Ja, klaro. Und wie, man? Nenn mich bitte Cynthia. Was macht ihr denn da? Spanner mögen wir hier gar nicht. Abmarsch ans Brandeisen zu den Mukühen. So, jetzt bist du dran, mein kleines Kälbchen. Wir dürfen hier schuften wie die Idioten und der spielt mit seiner Freundin Federball. Dafür bezieht er nach Feierabend eine ordentliche Tracht Prügel. Nein, das werden wir bleiben lassen. Der Dummkopf könnte uns nämlich nützlich sein. Wieso das denn, Joe? Sie wird doch wohl wissen, wo ihr Vater das Geld versteckt hat. Und Avril wird es aus ihr rauskitzeln. Na, Lagebesprechung beendet und nicht fuschen beim Brennen. Man muss das Zeichen schon erkennen. Na komm, Baby. Ja, wie hab ich denn das gemacht? Ich bring dich auf. Macht das nicht Spaß, Evie-Poo? Ma'am, ich denke, ich gehe jetzt wieder zu meinen Brüdern. Ich muss doch arbeiten. Oh, nein, du nicht mehr, Evie-Poo. Du musst gar nichts mehr tun, außer den ganzen Tag mit mir spielen. Aber Ma'am, schickt sich denn sowas? Ich meine, wir kennen uns doch kaum. Nun, da wird man ja Abhilfe schaffen können, nicht wahr? Aber ich möchte nicht. Ich bin viel lieber bei meinen Brüdern. Oh, ach, was du nicht sagst. Kein Wort mehr von deinen Brüdern, hörst du? Wir werden uns amüsieren und du wirst wieder lächeln, weil du mit deinem Herzblatt zusammen bist. Na schön, Ma'am. Und nenn mich gefälligst Cynthia. Was ist los? Wollt ihr euch etwa beschweren? Ihr hattet wohl ein saftiges Steak erwartet, hm? Für euch räudige Schakale ist das, was ihr in eurer Tasse habt, noch viel zu gut. Habt ihr Avril gesehen? Ich suche ihn schon seit einer Stunde. Warten Sie, meine Liebe. Ich suche ihn für Sie. Entschuldigt mich, ja? Avril? Avril? Psst. Es gibt Suppe. Und die riecht ja so gut. So, und nun wirst du zu der Dame nur noch nett sein. Ja, Joe, und du machst, was sie sagt. Joe, du wirst sie sogar küssen, falls sie dich drum bittet, hörst du? Oh nein, Joe. Oh, ist gut, Joe. Süßer, du bist ja total verschwitzt. Komm, wir stecken dich in die Wanne. Ich hab doch erst Silvester gebadet. Gleich hat er sie da, wo er sie haben will. Aua! Das ist Weißgartenzwerg, du bist hier nicht auf dem Picknick. Wer ist dein Gartenzwerg, Rumpelstilzchen? Na, ich. Ganz tief durchatmen, beruhige dich, Joe. Lucky Luke, ich werde dich... Ganz schön brav für einen, der jedem zeigen will, was eine Harke ist. Sieh mal die schöne Stahlbürste. Die Bullen lieben sowas. Bist du das, Joe? Das wird so ja wohl nicht zur Gewohnheit werden. So geht das nicht weiter. Komm, wir müssen was unternehmen. Als erstes muss ich eine Mütze Schlaf haben, Joe, mein Freund. Lass uns erst bitte zur Besinnung kommen. Oh, ihr Waschlappen, ihr seid fast so nutzlos wie Avril. Wache, Wache!
Du weißt doch, dass du auf den Eimer gehen sollst. Kann ich nicht, der ist schon voll. Bis morgen, Evipoo, mein Schätzchen. Träum was Hübsches, Liebster. Oh, ist er nicht wundervoll? La, 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 la. Ich halte das nicht mehr aus, Joe. Sie schrubbt mich ab, sie schneidet mir die Nägel, kämmt mir die Brusthaare. Jetzt lass mich los, Schwachkopf. Sie putzt mir sogar die Zähne und misst Fieber. Sie macht mir Angst, Joe. Aua. Ich weiß, was sie von mir will, Joe. Ich will wieder jetzt bei euch sein. Jetzt hör mir gut zu, du hoffnungsloser Idiot, du. Du wirst ihr eine Liebeserklärung machen, deiner Cynthia. Sowas wie die Unabhängigkeitserklärung? Das Gegenteil, du Dummkopf. Du sagst ihr, dass du sie liebst und wenn sie dann diesen Schlafzimmerblick kriegt, fragst du sie, wo hat dein Paar sein Geld? Ach so, jetzt verstehe ich. Hast du mich gerufen, mein Knuddelbär? Na los, sag's ihr. Ich weiß wirklich nicht, wie man sowas macht, Joe. Blöd, Mann, du, sprich mir einfach nach. Du siehst irgendwie verstört aus, Liebling. Deine Grazie und deine Großzügigkeit, liebste Cynthia, haben mein Herz und meine Seele entflammt. Deine großzügigen Akazien haben mir ein Loch in mein Herz und meine Seele gebrannt. Du blödes Rindvieh, hör doch zu. Ja, du blödes Rindvieh, du, hör doch mal zu. Deine wunderschönen Augen, so blau wie der Himmel, Cynthia, und dein Charme endlos wie die große, weite Prärie. Wenn ich dich sehe, Liebste, falle ich vor Freude fast in Ohnmacht. Wo hat dein Paar noch mal sein Geld? Nicht so schnell, Joe. Mit wem sprichst du, Everett? Mit der Pflanze, er spricht mit der Pflanze. Mit der Pflanze, er spricht mit der Pflanze. Oh, ein wahrer Poet. Er ist ein Blumenfreund. Du darfst ruhig klatschen, ich war gut. Tja, was denn? Die Brüder geraten sich in die Haare wegen einer Dame? Lucky Luke! Na komm, Junge, leg dich aufs Ohr. Du hast morgen wieder einen schweren Tag. Und du, Everell, bleib in deinem Zimmer. Ich passe gut auf. Wir haben uns verstanden, ja? Tu, was ich gesagt habe. Du scheinst Haken zu lieben. Noch letzte Nacht hat er mir seine Liebe gestanden und jetzt. Ja, sowas bringt nur Everell fertig, Ma'am. Das hält doch kein Mensch aus. Weg da! Diese ewige Knutscherei bringt einen ja um. Ich fange ihn wieder ein. Passen Sie auf die anderen auf, während ich weg bin, okay? Tja, ist es denn wirklich nötig, ihn zurückzuholen? Ich meine... Es war Ihre Idee, Sam. Resozialisierung erfordert Opfer. Na komm, Jolly. Wo mag er wohl hingegangen sein? Wo gratis Kost und Logis geboten werden. Und wo es keine aufdringlichen Viper gibt. Aufmachen! Ich bin es, Everell Dalton! Ich möchte wieder heim! Scher dich zum Teufel! Wir kommen auch ohne die Daltons gut aus! Leg dich wieder auf deine Pritsche, du hattest nur einen bösen Traum. Und du kommst mit zurück zur Ranch. Oh nein! Na komm, sein lieber Junge, die Verlobte wartet. Oh Mann, es gibt einfach keine Gerechtigkeit. Das erlebe ich auch zum ersten Mal, dass sich ein Knacki einen Tunnel gräbt, um wieder rein in den Knast zu kommen. Sie sollten ihre Schutzbefohlenen stärker an sich binden, so wie Everell hier. Dann würden sie gar nicht erst ausbrechen. Wo hast du mir einen Schrecken eingejagt? Ich dachte schon, du willst mich nicht mehr wiedersehen. In Wirklichkeit will ich sie auch nicht mehr wiedersehen. Wenn ich ihre Stimme höre, läuft's mir eiskalt über den Rücken. Ich will zu meinen Brüdern. Und nennen sie mich nicht immer Evipoo. Seht ihr das? Sie hasst mich. Ich bin sie endlich los. Ist das Leben nicht schön?
Wann hauen wir denn endlich für immer von hier ab, Joe? Wenn wir das Geld haben. Averell, du wirst dich wieder mit Cynthia vertragen. Ganz bestimmt nicht. Das war ein Riesenirrtum, dass der sich als nützlich erweisen würde. Also lass uns das Geld vergessen und aus dem Frischluftknast ausrücken. Ah, er wird sich wieder mit ihr vertragen. Gleich fängt er an. Na los, ich warte. Wann gibt's was zu essen, Joe? Ich verstehe das nicht, Joe. Ist das Leben nicht schön? Wie war ich? Ihr haut mich vom Hocker. Ihr seid wie Zwillingsbrüder. Der gute alte Joe, der ist noch einen Zacken besser als ich. Du bist echt ein toller Schauspieler, Joe. Wache, wache, ich muss mal raus. Du legst mich nicht nochmal aufs Kreuz. Aber ich bin's doch gar nicht. Ich bin's, Everl. Miss Cynthia verlangt nach mir. Oh, das ist was anderes. Und du hältst die Klappe, hörst du, Everl? Das sind Pferdediebe, die da kommen. Endlich erlangen diese armen Kreaturen ihre Freiheit wieder. Pass auf die Hake auf! Hey, Everl, der dumme Hund hält mich am Hosenboden fest. Was wollt ihr hier im Haus? Die Pferde sind doch da drüben. William, besorg uns Pferde und pass auf, dass Everl keinen Quatsch macht. Cynthia, Cynthia. Bist du das, Everl? Ja, wer denn sonst? Ich möchte mich entschuldigen und dir sagen, dass ich dich liebe. Yippie! Ja, nimm mich in die Arme und halt mich fest. Und dann bring mich weg von hier, Evibu, weg von deinen Brüdern. Besonders von dem kleinen, unheimlichen Gnom. Dann brauchen wir aber ein bisschen Taschengeld. So eine Flucht kann sehr kostspielig werden. Everl, das Ding ist doch eigentlich ein paar Nummern zu groß für dich. Hände hoch, alle vier. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Komm, lass uns schnell heiraten. Als erstes binden wir die alte Ziege fest. Der ist ja noch anhänglicher als diese liebeskranke Jungfer. Aber sehr viel netter. Ich habe eine Idee. Wenn die Kühe weglaufen, kümmert sich um uns keiner. Das sag ich jetzt aber Joe, dass du ohne seine Erlaubnis eine Idee gehabt hast. So, nur noch eine Kleinigkeit, bevor wir verschwinden. Wie lange habe ich darauf warten müssen? Na, sehen Sie mich immer noch viermal? Nicht mehr. Oh, Ihre Tochter ist nicht zimperlich. Nehmen Sie es ihr nicht übel, Luke. Man weiß doch, dass die Liebe selbst die Besten von uns in den Wahnsinn treibt. Und sie macht uns auch oft genug blind. Ich meine, Joe und Everl, die würde man sicher nicht unbedingt ausgucken. Wo sind die beiden? Naja, die sind momentan nicht anwesend, aber Cynthia verfolgt sie. Alleine? Das ist doch verrückt. Tja, meine Leute müssen das Vieh erst wieder zusammentreiben. Ich habe alles versucht, es ihr auszureden, aber Sie wissen ja, sie kann stur wie ein Ochse sein. Keine Sorge, ich bringe die Männer zurück und rette Cynthia. Ich würde mir mehr Sorgen um die Daltons machen, Luke. Sehen Sie, das Mädel kennt die Gegend wie ihre Westentasche und momentan ist sie ziemlich sauer. Everl, du miese kleine Ratte. Die Liebe einer so tollen Frau weist man nicht ungestraft zurück. Endlich haben wir so viel Geld, wie wir wollen. Klasse, was? Ja, und hättest du nicht diese tolle Idee gehabt, wären wir Lucky Luke für immer los gewesen. Ich hab's ihm gesagt, Joe, er darf keine eigenen Ideen haben. Die entkommen mir nicht. Everl, ich reiß dir dein verlogenes kleines Herz raus! Da ist die ewig auf den Arm und knutschen will! Ja! Ich mache das. Sie sind im Moment nicht ganz zurechnungsfähig.
Siehst du, wo dein unwiderstehlicher Charme uns hingebracht hat? Tut mir leid, dass ich so grob zu Ihnen sein muss, aber die Liebe hat Sie zu einer wilden Furie werden lassen. Das mit Ihrer Tochter tut mir leid, Sam. Einen Moment lang hatte sogar ich Angst vor ihr. Da machen Sie sich mal keinen Kopf, die kriegt sich schon wieder ein. Das mit der ersten Liebe geht ja oft daneben. 2, 3 Bullen angefangen und sie ist die Alte. Da wir gerade dabei sind, Sie wollen die Daltons ganz bestimmt nicht wieder einstellen. Sie hatten von Anfang an recht, Luke. Jetzt weiß ich, dass nur ein eingesperrter Dalton auch ein guter Dalton ist. Da stimme ich Ihnen zu. Adios, Sam. I'm a poor lonesome cowboy. Durch seinen weißen Hut bekannt. Wer ist das, der da reitet? Wenn's im wilden Westen kracht, ist er es, der als letzter lacht. So schnell wie er zieht nämlich keiner. Er trifft hier nirgends eine Person. Nie ist jemand am Telefon. Für unseren Cowboy arm und einsam. Vor niemandem fürchtet sich der Mann. Von der Dalton-Clan ein Liedchen singen kann. An ihn kommt keiner ran. Was ist schöner als Sie, unsere Infanterie? Nicht mal Artion Kavallerie. Nun braten wir hier schon stundenlang in der Sonne. Nicht, dass die Truppe sich nicht köstlich amüsieren würde, Colonel Oswald. Aber sagen Sie bitte, worauf warten wir hier überhaupt, Sir? Na, auf einen Emissär aus Washington mit einem Geheimauftrag für uns, Hauptmann Rushmore. Ist doch mal was anderes, als auf einen Haufen blöder Indianer aufzupassen, samt ihrem Häuptling Hoochie-Coochie. Na, in dem Zug wird der Emissär ja wohl sein. Männer, hab Achtstellung! Verzeihung. Aber die Männer verharren bereits seit 4 Stunden in Hab-Acht-Stellung, Sir. Aber das weiß ich doch. Welch ruhiges Fleckchen Erde. Aber das ist es am längsten gewesen. Mein Name ist Broderick Beetle, aber Freunde dürfen mich Bro nennen. Sie müssen Oswald sein. Entschuldigen Sie, aber ich erwarte einen Emissär aus Washington. Aber der bin ich doch. Beamtet im Weißen Haus. Sie glauben nicht, was die heute für Leute einstellen. Aber Ihre Männer sehen ja auch eher wie Clowns aus. Mr. Beetle, Sie sind hier praktisch bei der kämpfenden Truppe und über die amüsiert man sich nicht. Außerdem sind wir in geheimer Mission hier. Also, was führt Sie her? Nehmt die Plane runter! Oh. Da
Darf ich vorstellen, die dicke Bertha, unsere neueste Geheimwaffe. Bevor sie eingesetzt wird, soll sie erstmal ordentlich getestet werden, mein President Grant. Er wird sich dann persönlich ein Bild von den Testergebnissen machen. Und bitte nicht vergessen, top secret, keiner darf die dicke Bertha zu Gesicht bekommen. Außer Ihnen und Ihren Clowns, die kämpfende Truppe. Tja, dann viel Spaß. Oh, Bertha, geliebte Bertha, kein Zivilist soll dich je zu Gesicht bekommen, ich schwör's. Schönes Wetter zum Graben, stimmt's? Halt die Klappe! Ich finde es furchtbar nett vom Herrn Direktor, dass wir heute an der frischen Luft arbeiten dürfen. Ich sagte doch, Klappe halten! Mäßige dich gefälligst, Joe, oder du kriegst eine Kugel in den Hintern. Ich begreife immer noch nicht, weshalb Sie meine Männer für diese Bauarbeiten geordert haben. Ich will es Ihnen verraten, Warden. Die vielen Tunnel, die die Leute bei ihren Fluchtversuchen gegraben haben, haben die Schienen unterminiert. Jetzt müssen die abgestützt werden, damit ich hier sicher durchfahren kann. Meldegehorsamst. Arbeit abgeschlossen. Schienenstrang gesichert. Ausgezeichnet. Dann wollen wir mit der Aktion zugekniffene Augen beginnen. Sie heißen doch Rushmore, nicht wahr? Also von Rush kann hier beim besten Willen nicht die Rede sein. Hatte vergessen, den Handschuh auszuziehen. Was geht hier eigentlich vor? Lieber Warden, top secret. Augen zu und von 700 rückwärts zählen. Und das möglichst langsam. Alle die Augen zu! Ihr habt gehört, was er gesagt hat! Und dass mir nicht geblinzelt wird. Die Wachen auch! Toll, was? Das ist fast wie beim Versteckspiel. Vertipp uns ja nicht den Spaß, indem du blinzelst, Joe! Wenn du nicht sofort die Klappe hältst, Avril, wirst du gleich deinen Spaß erleben! Was soll denn das? Augen und Mund zu! Dann sollte man Bertha jetzt durchfahren! Wir sind zu weit! Bertha kann durchfahren! Wer ist Bertha? Ist die Erfüllung all meiner Träume. Wäre es nicht einfacher gewesen, diese Riesenflinte wieder abzudecken? Ich wollte es aber so. Achten Sie auf Ihre Männer. Ich bin schon total durcheinander, Lache. Oh, Oberst! Wo ist der Kerl? Schlechte Nachrichten, Herr Direktor. Ein paar der Gefangenen sind geflohen. Sagen Sie nicht die Daltons. Na schön, dann sage ich's eben nicht, aber genau die sind's. Ja, dann schicken Sie ein Telegramm an Lucky Luke. Dieselbe Botschaft wie üblich. Ich hab genau gesehen, dass du geblinzelt hast. Avril, halt die Klappe. Vorsicht mit den Granaten! Bertha darf keine Kratzer bekommen! Granaten der Kategorie Nummer 1. Leichte Zerstörung. Bertha, mein Schätzchen, nun zeig, was du kannst. Sehen wir mal, was in dir steckt. Schwächelnder Adler, du hast vergessen, die Rattenhirne zum Grillen mitzunehmen. Was ist das jetzt für ein Picknick? Dein Häuptling Hutschi-Kutschi ist ganz schön mächtig sauer. Und wenn dein Häuptling sauer ist, ist es der große Geist Wonka Tonka auch. Hey, kein Grund, die Nerven zu verlieren, Wonka Tonka. So sauer bin ich nun auch wieder nicht. Oh, eine Explosion mitten in der Wüste. Das müssen die Daltons sein. Gemacht, Bertha. Oh, ich liebe dich. Hauptmann Rushmore, die nächste Größe, wenn ich bitten darf. Ach, was? Nehmen wir die Nummer 10? Totale Zerstörung. Sie gehen ja ran wie Hector an die Buletten. Ich meine ja nur, weil es doch bloß ein Test ist. Sollte man es nicht besser langsam steigern und mit der nächst kleineren Nummer weitermachen? Mit Nummer 2, meine ich. Sie werden es ganz sicher niemals begreifen, dass Größe das Wichtigste ist. Rein mit Nummer 10, bis im plötzlich. Ja.
Aha, berüchtigtes, zwergenhaftes Bleichgesicht Oswald hat Riesenloch in Hutschikutschis Picknick gemacht. Er hat Riesendonnerbaum bei sich, wie ich sehe. Ich frage mich, warum er sich dauernd an dem dünnen Fettchen festhält, Häuptling. Also, Bertha, zeig, was du kannst. Hau ordentlich auf den Putz! Aha! Schon wieder eine Explosion. Na, dem werde ich meine Meinung geigen. Jetzt ist nämlich Häuptling Hutschikutschi wirklich sauer. Meine Männer und ich werden uns diesen riesen Donnerbaum von Bleichgesicht Oswald holen. Damit machen wir dann sein verwünschtes Steintepi platt. Wir gucken uns das mal näher an. Oh, Bertha, konntest du deinen Rückstoß nicht ein bisschen zügeln? Wir holen sie zurück! Aufgesessen, Männer! Hä? Wo sind die Pferde? Durchgegangen. Der Krach und der Qualm haben sie erschreckt. Dann geht und sucht die oben, Idioten, sonst lasse ich euch im Reih und Glied antreten. Hallo, guten Tag. Ich habe da eben eine Riesenkanone mit Riesengeschwindigkeit rückwärts vorbeirollen sehen. War das Ihre? Sie haben Bertha gesehen? Sie sind verhaftet! Ich bin hinter 4 entflohenen Strafgefangenen her. Falls die Kanone in die Finger kriegen sollten, dann... Ich verbiete Ihnen, über die dicke Bertha zu reden. Sie ist eine Geheimwaffe. Niemand darf sie sehen, weder Sie noch Ihre Strafgefangenen. Und jetzt runter vom Pferd! Entschuldigung, ich habe leider keine Zeit, mit Ihnen zu plaudern. Alles Gute. Und wo sind nur die Pferde? Sind die das? Na, unsere nicht, aber immerhin Pferde, habe ich gemeint. Kein Grashalm weit und breit, natürlich die ideale Kuhweide. Eine ausgebüxte Kanone, 4 ausgebüxte Dortons und alle Richtung Minux Gulch unterwegs, wo es zufällig eine Bank gibt. Natürlich führt das die Dortons in Versuchung. Das finde ich toll an den Vieren, dass wir jetzt schon wissen, was sie treiben werden, wenn sie morgen früh aufstehen. Ja! Ist das schön! Das war eine tolle Idee! Toll! Ich wollte ja zur Eisenbahn ganz damals. Ich meine früher, aber dann wurde ich Verbrecher. Aufgepasst! Macht du mir das Verbrechen nicht mies und legt euch gefälligst ins Zeug, ihr faulen Säcke hier! Oder habt ihr vergessen, dass Bertha auf uns wartet? Da kommt sie ja! Aber was denkt sie sich nur? Die macht uns platt, Jungs! Kommando zurück und pumpen, pumpen, pumpen! Wir sind gerettet, Freunde. Bertha ist rückwärts gefahren, um vorwärts zu fahren. Oder war es jetzt vorwärts statt rückwärts? Ich bin heute verdammt gut drauf. Ich habe alles verstanden, was du gesagt hast. Tschu-tschu! Tschu-tschu! Die lassen so einen Trumm allein durch die Weltgeschichte gondeln. Soldaten ticken eben anders. Jack William, holt mir eine Granate. Ich will den Riesenschießprügel testen. Du darfst jetzt aufhören, Averill. Aber Joe, wenn wir den Zug klauen wollen, muss ich doch ein bisschen auf Lokomotivführer üben, oder? Tschu-tschu! Averill, komm lieber her und hilf uns! Geht nicht, ich versuche gerade, wie man den Zug rückwärts fahren lassen kann! Averill, wenn du das schaffst, küsse ich dir die Füße, Bruderherz! So, Bertha, jetzt kommt ein großer Auftritt, dann lass es mal ordentlich bumsen und krachen! Der Witz war gut, Luke. Kennen Sie den schon von der Tochter des Farmers und dem dreibeinigen Büffel? Ihnen vergeht das Lachen noch, wenn die 4 den Ort zusammenschießen. Dieser vertrottelte Oswald hätte besser auf seine Kanone aufpassen sollen. Soll ich jetzt etwa den ganzen Ort evakuieren lassen? Wirklich sehr witzig. Machen Sie, was Sie wollen. Aber sagen Sie dann nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Ich denke mal, wir bleiben besser hier. Du bist die Braut, auf die ich immer gewartet habe, Bertha. Mit dir an meiner Seite werde ich sämtliche Banken im ganzen Wilden Westen kurz und klein bomben. Ist das nicht wunderbar? Bei dem Affenzahn, mit dem klein Bertha rückwärts fährt, kriegt uns kein Gesetzeshüter und Lucky Luke schon gar nicht.
Minux, Galsch, dort gibt's zu viel, ich weiß, eine Bank. Averill, stell die Weiche. Okidoki, aber erst die Füße küssen, wie versprochen. Die Schienen glühen ja noch. Der Zug muss erst kürzlich hier durchgefahren sein. Schneller, Männer! Schneller! Durch, bitte, Sir. Wenn Sie schneller reiten wollen, treten Sie doch dem Pferd in die Seite und nicht mir. Auf so gemeine Art sein Versprechen zu brechen. Tutu, tutu, tutu. Wird das heute noch was? Bertha wird langsam ungeduldig. Oho, unsere Bertha räuspert sich. Ich habe sofort ihre Stimme erkannt. Mamio Greeny, du hast vergessen, die gegrillten Luchsschwänze aufzutischen. Du weißt, wie ich sowas hasse. Wundere dich bitte nicht, dass Papio Greeny böse auf dich ist. Das Schlimme ist, wenn Papio Greeny sauer ist, ist auch der himmlische Vater sauer, wie ihr hört. Du musst dich nicht gleich einmischen, himmlischer Vater. Ich meine, so sauer bin ich nun auch wieder nicht. Oh, welch entzückende Stimme, Bertha. Ich könnte mich in dich verlieben auf Hall und Knall. Oh, liebste Bertha, bald werden wir wieder vereint sein. Ich spüre schon deine Nähe. Vielleicht ist sie ein wenig zu nah. Das tut dir bestimmt weh. Volltreffer, na, wenn das mal nicht wehgetan hat. Während sich Bleichgesichter Staub von der Uniform klopfen, holen wir uns großmächtigen Donnerbaum. Ah, eine Granate soll Ihr Haus getroffen haben? Ach, Sie sind zu lange in der Sonne gewesen, O'Greeny. Hier gibt's keine Kanonen. Ratschen Sie nicht dumm durch die Gegend. Helfen Sie mir, die Schufte zu finden, die mein Haus eingeäschert haben. Ist das der 3 und 10 aus Yuma? Der ist heute aber gut dran. Oh. Wo ist die vermaledeite Bank? Gleich hinterm Bahnhof, rechts um die Ecke. Liebe Einwohner von Minux Garsh, Applaus für die dicke Bertha. Sie spielt die Hauptrolle in Zerstörung für ein paar Dollar. Ich ziele nicht auf die Schienen, sonst überschlagen wir uns beim Rückstoß vielleicht noch. Hm? Lucky Luke? Joe, runter da und ergib dich. Das hättest du wohl gerne, was? Nein, nein, ich mache Hackfleisch aus dir. Danke. Wenn du keine Bauchlandung gemacht hättest, wäre ich jetzt garantiert tot. Und ich wäre ein Jolly Burger, nicht? Ach, und wer hat rumgeplärrt? Keine Kanonen im Wilden Westen? Oh nein, jetzt haben die Schufte mir auch noch die Pferde geklaut. Nicht so wild, die Herren. Da vorn, der Donnerbaum. Großer Geist Tonka Tonka macht es furchtbar leicht für Häuptling Hutschi Kutschi. Du willst doch nicht auf den fahrenden Zug aufspringen. Der Sprung wird mir gelingen, wenn Wonka Tonka bei mir ist. Wir sind die Kavallerie und die Kavallerie geht nicht zu Fuß. Sie reitet. Nehmt euch gefälligst Huckepack. Per Definition reitet der Kavallerist aber auf den Rücken von Pferden und nicht von Menschen. Quatschen ist Silber, reiten ist Gold. Das gefällt mir. Und wir wollen immer daran denken, unsere Bertha wartet auf uns. Jetzt macht Hutschikutschi euer Steingebiet platt. Bertha, warte, mein Schatz. Ich bin's doch, dein Honigkuchenpferd Joe. Nehmen Sie hier die Parade ab. Schneller, Sheriff. Eben hat mir der himmlische Vater geflüstert, was ich mit ihm machen soll. Ich bin verloren. Alle haben meine Geheimwaffe gesehen. Vorwärts, Soldaten! Die Kavallerie gibt niemals auf! Beeilt euch, starke Krieger! Hutschi Kutschi kann's kaum erwarten, bis es Bumm macht! Dumme Sache, dass wir Bleichgesicht nicht angetroffen haben. Hätte ihn gern platt gemacht. Mit Steintippi. Keine Bewegung, ihr Schurken. Und ihr schon gar nicht, ihr Schurken. Und du, Schuft, da machst auch keine Bewegung. Du bist gewiss der, der meine Farm auf dem Gewissen hat. Und jetzt ist ein für alle Mal Feierabend, Luke.
Vorher mache ich noch Oswalds Steintipi platt. Oh nein, das wirst du nicht tun. Oh doch, das tue ich wohl. Stillhalten, so kann ich nicht zielen. Sheriff, verhaften Sie die Dortons. Schon Mist. Ein Tomahawk ist immer geladen. Nein, ich beschwöre dich, ich liebe euch doch alle. Hände hoch, ihr beiden. Der 3:10 aus Yuma. Dann schicke ich dich zuerst zu Wonka Tonka. Da bleibe ich doch lieber hier. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Für immer werde ich Luke aus dem Weg räumen. Es ist aber nichts in der Kanone außer Hoochie Coochie. Großartig, dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Okay, nun zu dir, Joe. Hände hoch. Gemeiner Kerl. Auf dich ist immer Verlass. Du bist fast so schnell wie das Dampfross hier. Nur, dass ich noch intelligenter bin. Wo sind denn alle geblieben? Sie sitzen in der Wachstube. Ich habe sie einsperren lassen. Und sie leisten ihnen Gesellschaft. Und morgen früh stelle ich sie und die anderen da drin vor ein Exekutionskommando, weil sie meine Bertha ausspioniert haben. Eigentlich müssen Sie doch die Hosen voll haben. Warum grinsen Sie? Ja, was zum Himmeldonnerwetter ist denn hier los? Och, ich denke, Sie werden schnell dahinter kommen. So eine Schweinerei habe ich ja seit Gettysburg nicht mehr gesehen. Noch ein Spion, wie es scheint. Und was für ein arroganter Schnösel. Rushmore, worauf warten Sie noch? Sperren Sie ihn in die Wachstube ein. Wir erschießen ihn morgen früh. Entschuldigen Sie, Sir, aber Sie wissen wohl gar nicht, wen Sie da vor sich haben. Irgendeinen hinterhältigen Spion, Krimineller, erkenne ich auf den ersten Blick. Also bitte abführen! Sie haben das Vergnügen oder auch nicht mit Ulysses S. Grant, Präsident der Vereinigten Staaten. Er hat sich persönlich herbemüht, um die dicke Bertha zu inspizieren. Sie entschuldigen, Herr Präsident, aber das ist wirklich zu komisch. Von mir aus lachen Sie, Lucky Luke. Auch wenn ich persönlich nichts Komisches an der Situation entdecken kann. Fabelhaft gemacht. Dank Ihrem dilettantischen Bemühen ist unsere Geheimwaffe mit leichten Problemen mit dem Rückstoß kein Geheimnis mehr. Schuld an allem sind diese Indianer und der alte Farmer und die Sträflinge. Die werden morgen liquidiert. Das werden Sie schön bleiben lassen. Sie haben schon genug Unheil angerichtet. Sie werden mir nicht noch meine Villa erschießen. Ich flehe Sie an, Sir. Geben Sie mir eine zweite Chance. Mir wird schon was einfallen, wie ich es wieder gut mache. Ich enttäusche Sie bestimmt nicht, Sir. Wenn ich's recht überlege, gäbe es wirklich was für Sie zu tun. Noch eine Erfrischung, Mr. Präsident. Haben Sie bemerkt, Luke, wie gekonnt Oswald den Hammer schwingt? Auch die Dalton stellen sich recht geschickt an. Es tut mir leid, Bertha, verzeih mir. Du darfst es mir glauben, Bertha. Es tut mir gewiss mehr weh als dir. So einen wie Sie könnte ich in Washington gut gebrauchen. Hätten Sie nicht Lust, für mich zu arbeiten, lieber Freund? Luke, wo ist er denn geblieben? Oh, großer Geist, Honka Tonka, heißt das etwa, Hoochie Coochie ist in die ewigen Jagdgründe eingegangen? Nein, Sie sind in Frankreich und ich heiße nicht Honka Tonka, sondern Maurice. Kommt Ihre Versicherung für das Loch im Scheunendach auf? I'm a bold lonesome cowboy.